herzlich willkommen bei dieser Lektion. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Erlernen dieses Liedes. Übrigens, die Klavierschule, die ich anbiete, um das Klavierspielen selber zu lernen, heißt jetzt nicht mehr Piano Play, sondern Klavierer. Mehr Informationen findet ihr unter www.klavierer.de. Hören wir uns jetzt das Lied an, das wir heute lernen. Beginnen wir mit der rechten Hand. Hier sehen wir, wie wir unsere rechte Hand platzieren, das heißt den Daumen auf das F1, den zweiten Finger auf das G1, den dritten Finger auf das A1, den vierten Finger auf das H1 und den fünften Finger auf das H2. Hier seht ihr die komplette Klaviatur. Wenn ihr ein Keyboard habt, wäre das hier eure Tastatur. Kommen wir zu den Noten. Hier spielen wir das A1 mit dem dritten Finger. Dann, also dreimal, dann spielen wir das H1 mit dem vierten Finger und das C2 mit dem fünften Finger. Hier wieder das gleiche, dann Vorsicht, hier das G1 mit dem zweiten Finger, wieder das H1 mit dem vierten Finger, C2 mit dem fünften Finger und hier wieder das G1 mit dem zweiten Finger. Und das wiederholt sich immer, ich habe ja gesagt, die rechte Hand ist sehr einfach, aber klingt gut, das wiederholt sich bis zum Schluss. Nur da spielen wir das A als ganze Note. Es folgt nun eine Videosequenz, die das verdeutlicht. Kommen wir nun zur linken Hand, die ist wunderbar einfach. In der linken Hand im ersten Teil spielen wir immer nur Quinten. Eine Quinte ist ein Intervall, das bedeutet immer einen Abstand von 5 Tönen. Ich habe schon mal in einem Video erklärt, das könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal finden, was Intervalle genau sind. Wichtig ist für uns, dass wir immer einen Abstand von 5 Tönen haben, das heißt der untere wird auch mitgezählt. Also hier legen wir den Finger auf das große A, das wir hier. Hier seht ihr übrigens die Tastatur, die Klaviatur. Wenn ihr ein Keyboard habt, wäre das eure Klaviatur. Und hier seht ihr, wo ihr die linke Hand platzieren müsst. Also, fangen wir nochmal an. Das haben wir das große A, hier sieht man. Legen den ersten Finger auf das kleine E. Halten den zwei Schläge aus. Hier legen wir den fünften Finger auf das große F, das wäre hier. Und den ersten Finger auf das kleine C, das wäre hier. Hier unten übrigens seht ihr schon mal im Ablauf, wie das ungefähr ausschauen würde. Dann haben wir hier den fünften Finger auf dem kleinen C, das wäre hier, nur zur Info, dass man das nochmal sieht, und den ersten Finger auf das kleine G, das wäre hier.
Also nur, dass man sieht, wie das läuft. Dann haben wir hier das große G, das wäre hier, und den ersten Finger auf das kleine D. Wie gesagt, man spielt immer die Quinten. Wichtig ist, dass man immer mit dem fünften Finger auf diese Anfangstöne spielt und den Abstand von fünf Tönen einhält. Es folgt nun ein Video mit der Videosequenz, die dies nochmal verdeutlicht. Kommen wir nun zur linken Hand, zweiter Teil. Hier spielen wir Oktaven. Oktaven ist wiederum ein Intervall. Das bedeutet ein Abstand von 8 Tönen. Das ist ganz einfach. Das heißt, wir spielen hier das große A, dann spielen wir hier das kleine A. Es sind die gleichen Töne, nur der Ton klingt höher. Das nennt man Oktaven. Spielen übrigens immer 2 Achteln, das heißt auf eine Viertelnote kommen 2 Achteln. Da spielen wir einen Ton, müssen wir unten 2 Töne spielen. Dann haben wir hier das große F, spielen hier das große F und mit dem also mit dem fünften Finger das große F und mit dem ersten Finger das kleine F. Dann geht's weiter. Hier spielen wir das kleine C mit dem fünften Finger, mit dem ersten Finger das C1. Also es ist immer der Sprung von 8 Tönen, der untere, der erste Ton mitgezählt. Hier haben wir dann das große G, spielen wir hier, und mit dem kleinen Finger, mit dem ersten Finger, Mensch, das kleine G. Und hier seht ihr schon mal, wie das ungefähr ausschaut. Es folgt ein Video, das das nochmal verdeutlicht. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du wieder ein neues Lied gelernt. Ich wünsche dir noch viel Spaß, Freude und Vergnügen beim Klavierspielen. Wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Kurs. Bis bald, ciao, euer Marc.